Martin Dulich von der SPD ist heute Abend bei uns, stellvertretender Ministerpräsident Sachsens und Wirtschaftsminister. Und überraschend textsicher bei diesem Ärzteklassiker Schrei nach Liebe, auch wenn er hier von den Toten Hosen gespielt wurde. Jetzt könnte so ein bisschen nach den Bildern, die wir vorher gesehen haben, und es war hier sehr betreten still im Studio, könnte so das Missverständnis entstehen, dass wir Journalisten uns hier mal öffentlich leid tun wollen über das, was da geschehen ist an Übergriffen. Das ist aber gar nicht der Punkt. Uns ging es hier eigentlich gar nicht um die Gewalt gegen Einzelne oder gegen die Kollegin. Aber wie bewerten Sie das, was Sie da gesehen haben? Na, ist erstmal beklemmend. Also als ich jetzt den Film gesehen habe, da hat man auch so ein Kloß im Hals. Weil das, man spürt ja richtig die Gewalt, die dort ausgegangen ist von den Leuten. Und das ist real gewesen. Das betrifft Journalisten, das betrifft Polizisten, das betrifft aber auch viele, die eben als Fremde wahrgenommen oder so gesehen werden. Das heißt, wir hatten ja in den Tagen vorher auch Vorkommnisse, wo eben auch Geflüchtete durch die Stadt getrieben wurden. Das ist passiert, das ist real. Und das ist beklemmend, weil man wirklich auch sieht, auch in diesem Beitrag, wie viel Hetze dabei ist und wie aus Hass auch Gewalt wird. Und das ist natürlich auch so der Punkt, wo wir natürlich jetzt gerade auch dastehen und sagen, Leute, wir müssen ja auch etwas verteidigen. Pressefreiheit gehört genauso mit dazu als Baustein dieser Demokratie, wie das Grundrecht, dass jemand frei und friedlich leben kann und sicher sein muss. Und da ist eben einiges ins Rutschen gekommen. Und ich war wirklich so froh, dass wir an diesem Montag mit dem Konzert auch mal so einen Lichtblick hatten, so dieses Aufatmen zwischendurch zu sehen, wir sind auch nicht allein, weil wir müssen auch fair mit dieser Stadt umgehen. Chemnitz, da leben viele Menschen, die dort gerne leben, die vielfältig ist, wo man arbeiten kann. Auch das ist Chemnitz, oder vor allem das ist Chemnitz. Und deshalb müssen wir auch fair mit dieser Stadt umgehen. Fair, aber auch ehrlich. Also ja. Ich finde schon, dass wir darauf achten müssen, dass wir die Dinge jetzt ehrlich, aber auch gerecht benennen. Sie haben gerade gesagt, da wurden Menschen durch die Stadt getrieben. Es war eine große Diskussion darüber, ob das Hetzjagden waren. Jetzt hat Ihr Ministerpräsident heute eine Regierungserklärung abgegeben und sagte, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd. Ich würde persönlich den Begriff Hetzjagd so auch nicht mehr verwenden, wie ich das vergangene Woche getan habe, um diese rassistischen Attacken zu beschreiben, die es zweifelsohne gegeben hat. Aber es gab keinen Mob. Herr Dulich, würden Sie das so unterschreiben, nach dem, was wir hier gesehen haben? Also ich will noch mal daran erinnern, was die Ursache war. Da ist ein Mensch umgekommen. Dort wurde ein Mensch getötet. Und ich glaube wirklich, dass viele Menschen ehrlich betroffen und getroffen waren. Mhm. Aber wenn man sich dann entscheidet, zu einer Demonstration zu gehen, aus ehrlicher Betroffenheit, und dann steht man neben gewaltbereiten Hooligans, neben Neonazis, neben Leuten, die den Hitlergruß zeigen, neben Plakaten, wo Dinge draufstehen, die man nicht akzeptieren kann, dann muss man sich entscheiden, ob man auf der richtigen Seite steht. Und dann macht man sich eben auch gemein mit Rechtsextremisten und Rassisten. Und deshalb ist es schon auch eine Aufgabe, dass trotz aller Betroffenheit, die da ist, man genau überlegt, was die richtige Form ist, das auszudrücken. Das, was in Chemnitz passiert ist, da haben sich viele Leute für die falsche Seite entschieden. Ihr Ministerpräsident hat das heute ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, es sollten nicht die an den Pranger gestellt werden, die aus Wut über das Tötungsdelikt auf die Straße gegangen seien. Die sind nicht rechtsextrem. Ich zitiere mal in dem Zusammenhang Alexander Gauland von der AfD. Der hat gesagt, wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass die Menschen ausrasten. Welchen der beiden Sätze unterschreiben Sie? Wer neben Neonazis steht, wer neben Leuten steht, die den Hitlergruß zeigen, die brauchen mir da nicht erzählen, dass sie nicht wussten, neben wen sie stehen. Das ist doch eindeutig. Also von daher machen die Leute sich auch gemein. Trotz alledem brauchen wir auch Räume, wo Leute miteinander reden können, auch über ihre Ängste, über ihre Sorgen, ohne gleich eingeteilt zu werden, ob das gleich Rechte sind. Aber bei einer Demonstration, die eindeutig aus dem rechten Spektrum kam, die organisiert war, da tut es mir leid, gibt es für mich keine Entschuldigung. Da muss man sich entscheiden, ob man wirklich auf der richtigen Seite steht und ob diese Trauer dann wirklich eine ehrliche ist. Vergangene Woche saß hier auf diesem Sessel eine gebürtige Leipzigerin, die schon vor 2 Jahren im Internet geschrieben hatte, ich schäme mich, Sachse zu sein. Sie sprechen selber als gebürtiger Sachse tatsächlich in dem Zusammenhang auch von Beklemmung und von Scham. Was ist denn da los auch mit Sachsen? Also ich will es um Himmels Willen nicht auf Sachsen verengen, das Problem. Aber wir reden in den vergangenen Monaten leider auffallend oft über Sachsen. Ja, wir haben ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus in Sachsen. Keine Frage. Aber es sollte auch
hier wieder fair mit diesem Land umgegangen sein, weil ich auch wieder nicht möchte, dass das ganze Engagement der Leute, die dieses Land aufgebaut haben, die hier arbeiten, die hier leben, die sich für Demokratie engagieren, für das anständige Sachsen, dass die jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden, weil es eben auch diese schrecklichen, nicht nur Tendenzen, sondern auch Entwicklungen gibt. Deshalb müssen wir uns diesem Problem stellen, ohne zu relativieren, sondern ganz ehrlich und klar sagen, wo das Problem ist. Aber wir brauchen ja vor allem die Sachsen als Verbündete, dieses Land eben auch mit seiner Vielfalt zu präsentieren, weil das ist dieses Land auch wert. Es wird ja immer wieder gesagt, man muss diesen Menschen, man muss den Wutbürgern Gehör schenken, man muss denen endlich mal zuhören, man muss in den Dialog gehen. Jetzt führt der Ministerpräsident seit Wochen seine Sachsengespräche, also zieht wirklich von Landkreis zu Landkreis und Stadt zu Stadt, will jetzt noch runde Tische einführen. Sie sind schon seit mehreren Jahren mit Ihrer Küchentischtour unterwegs und bringen Menschen zum Reden an ihren Küchentisch. Wenn man das sieht, könnte man jetzt ganz bösartig sagen, das klappt ja super mit dem Reden in Sachsen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir zu tun haben, ist wirklich Vertrauensarbeit. Ja. Reden, 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 zuhören, das kann nicht jeder. Das gilt aber auch für beide Seiten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist tatsächlich so, als Familienvater mit einer großen Familie habe ich einen großen Küchentisch, den habe ich rausgeholt und rede mit Leuten, weil an einem Tisch ist man 1:1, da ist man auf Augenhöhe. Wir haben als Staatsregierung diese Dialogformate. Das will ich auch nie aufgeben. Aber erreichen Sie die Menschen, von denen ich den Eindruck habe, die wollen gar nicht mehr reden, die sind schon 1-2 Schritte weiter? Es gibt Leute, die erreichen wir nicht mehr. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Trotzdem will ich nicht vorher sozusagen einteilen, mit wem es sich lohnt und mit wem nicht. Ich glaube, man muss auch wirklich um jeden Menschen da auch an dieser Stelle kämpfen. Wir sollten aber auch ein was machen. Bitte uns aus der Geiselhaft der AfD und Pegida befreien. Wir reden die ganze Zeit nur über ihre Themen, als sei tatsächlich das Thema, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, das einzige Thema. Und das ist auch das Grundproblem, warum Menschen das Gefühl haben, Moment, mit den Flüchtlingen, das ist die Krise gekommen, uns geht es so schlecht, unserem Land geht es so gut wie noch nie. Und trotzdem ist die Stimmung so schlecht. Und von daher müssen wir reden, aber wir sollten auch mal über die Themen reden, die das Land eigentlich ausmachen und nicht nur über das, was uns gerade in Chemnitz bewegt. Bin gespannt, wie Sie das sehen. Wir reden auch auf sterntv.de und auf unserer Facebook-Seite sind die Diskussionskanäle geöffnet. Und wie immer bitte ich darum, das Ganze mit Anstand und ohne Beleidigung und ohne Hetze über die Bühne zu bringen. Nur dann ist es auch erkenntnisreich. Wegducken wäre für Politiker in diesen Tagen einfacher. Insofern doppelten Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Martin Dulich, danke fürs Zuhören.